Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal hatten wir ja schon fertiggestellt, die MK3-Bänder, die werden eingelagert schon. Das ist sehr gut. Und wir haben uns ein bisschen beschäftigt mit dem Farming da hinten. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ich würde gerne den Xenobasher haben, um mal ein bisschen zu erkunden gehen, dass ich eine Waffe habe, eine gute Waffe habe. Das Problem ist jetzt dabei, ich brauche hier diese Teile und ich habe keine Ahnung, woher ich die bekomme. Aber es scheint so, dass bei der Elektroschneckenforschung, dass die hier sind. Also die schauen so aus, ich weiß es nicht. Also das Bild schaut genauso aus. Aber um dahin zu kommen, brauche ich erstmal Weizen. Dazu brauche ich erstmal Wasser. Und das könnte ein Problem werden. Wir gucken jetzt mal, wie wir das hinbekommen mit dem Wasser. Und ich würde sagen, wir gehen heute auf jeden Fall mal in die Höhle rein und schließen die komische neue Erzquelle an. Ich komme ohne, beziehungsweise Moment mal, vielleicht könnt ihr noch warten mit der Erzquelle. Wir schauen erstmal, wir brauchen Wasser, beziehungsweise Moment mal. Ich hatte ja das letzte Mal da unten drunter die beiden Miner gestellt. Da sollte es eigentlich mittlerweile genug drin sein. Sind sie die Miner? Hier. Ja. Schaut gut aus. Ich lasse die mal stehen. Also vielleicht brauche ich sie ja immer wieder mal. So, dann schauen wir mal kurz zu der Farming Station hin. Die müsste da sein. Und da können wir dann forschen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, auch die 100 Statoren fertig für die Kohleenergie. Das wäre auch so ein Ding, was wir machen könnten. Immer viele Sachen zu tun. Finde ich geil. Naja. Hier war es, genau. Farming. Nee, falsch. Moment mal, wo war denn das jetzt? Shit. Ich habe doch das letzte Mal diese Erde gefarmt für eine Forschung. Und sagt mir jetzt bitte nicht, dass es umsonst war. Nee, hier nicht. Nee. Gut. Nee, für irgendwas habe ich sie gebraucht. Die schwermodularen Rahmen. Mist. Das muss doch hier gewesen sein. 250 Weizen. Ah, Moment mal. Genau, für das hier. Das ist quasi der Aufsatz für die Anlage hier. Da können wir mal zwei bauen. Oder eine reicht erstmal. Wie mir. Weizen muss ich da einstellen. Und es kommt Biomasse raus. Das ist schon, also diese Kapseln, das ist schon mal gut. Aber wie funktioniert das jetzt hier? Es fehlt anscheinend Wasser. Und es kommt Dünger raus. Kann das sein? Aber das ist alles ein bisschen... Ich sehe hier auch nicht irgendwie... Was fehlt, weil theoretisch ist alles da. Aber ich glaube, ich brauche Wasser. Und das ist natürlich jetzt ein Drama. Wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle Wasser her? Vor allem von hier. Gut, unten wäre Wasser. Ich denke mal, dass wir das von hier unten holen, schnell. Ja, schnell. Nein, nicht schnell. Mit einem massiven Drama wahrscheinlich. Rom passt noch so halbwegs. Also viel sollten wir nicht mehr machen, aber noch geht's.
Also, gut, bekomme ich hier so einen Wasserextraktor hin? Nirgendwo, oder? Scheiße. Muss auf tiefem Wasser, aber das sehe ich nicht. Das ist jetzt ganz schlecht. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie... Mist. Okay, nicht so schlimm. Da, wo wir die anderen Wasserextraktoren haben, da müssen wir jetzt irgendwie Wasser hochlotsen. Das könnte ein bisschen eine Arschlocharbeit werden. Und das ist gar nicht so nah. Fuck. Gut, hilft nichts. Hilft nichts. Moment mal, du platzt eh auf. Dann mache ich dich mal tot. Und sammle mal wieder eine Schnecke ein. Schnecken-DNA-Blau. Und genau diese Kapseln bekomme ich, glaube ich, dann von dieser Farming Station raus. Glaube ich. Also hier hätten wir das Wasser da unten. Bekomme ich... Muss halt dahinter irgendwie. Vielleicht sollte ich von... Moment mal. Ist doch alles Mist hier. Wir gehen mal von hier. Also wenn wir mal sagen, die Pipeline kommt da an. Dann baue ich jetzt hier mal einen Steg gleich. Und guck mal, wie das ausschaut. Ja, so weit weg ist es nicht. Da hinten eigentlich quasi schon. Das geht. Das geht. Und es müsste eigentlich auch theoretisch, wenn ich keinen Scheiß gebaut habe, was immer passieren kann, also bei mir vor allem, da müsste das die gleiche Höhe sein. Du bleibst schön ruhig, ja? Gut, danke. Und du da oben auch. Die Frage ist, wie komme ich jetzt dann von da dahinter? Das sollte aber eigentlich gehen. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so ein krasses Drama, wie ich dachte. Mit dem Wasser. Wir schauen einfach mal. Wir fangen einfach mal an. Weil ganze Zeit dumm planen und Brainstorming machen, hilft ja nichts, wenn man nicht anfängt. Das ergibt sich dann schon von alleine. Gut, habe ich eigentlich... Naja, ich werde sehen. Ob ich alles habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber... das könnte wieder Fallschaden geben. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt mit meinem Fallschaden, weil ich habe fast keine Leben mehr. Dann würde ich sagen... Moment mal. Wir gehen hier runter. Und jetzt ist die Frage. Wir machen das so. Du bekommst gleich Strom. Jetzt muss ich da irgendwie die Pipeline hinlegen, aber... Ja, das bekomme ich schon hin. Dieses Mal müssen wir ja nicht alles wieder mit der Hand machen. Also, ich meine, ihr erinnert euch noch, wie wir hier die Biomasse-Pipeline hochgelegt haben. Da stand ich ja nur noch beim bei der Werkbank, weil ich die ganzen Kupferbleche und alles mögliche selber machen musste. Das Problem haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Mittig und dann
Da hoch, genau. Gut, ich denke mal, kommt sogar was. Machen wir hier eine Pumpe rein. Wir machen das genauso wie bei den anderen drei Pipelines auch schon. Hier. Dann auf der Höhe ungefähr. Ja, die anderen beiden sollte ich vielleicht von oben machen. So, MK2-Mast passt. Und wenn das jetzt funktioniert, haben wir das Wasser schon oben. Das heißt, wir müssten eigentlich nur noch die Leitung verlegen und dann sollte das funktionieren mit dieser Farming-Anlage. Eins, zwei, dann kommt da oben noch einer, also hier noch einer hin. Und dann hier noch einer. Das ist schon ein MK2-Mast. Ja, passt perfekt. Sehr gut. Schauen, dass wir mittig bleiben. Wir waren nicht mittig. Naja, gut, dann ist es jetzt so. Oder, Moment mal. Ist die in sich schief? Nee. Passt schon. Ja, es wird schon. Ist okay. Haut eh keiner hin. Das heißt, wenn jetzt halt hier Wasser ankommen würde. Ich hoffe, es kommt Wasser an. Noch nicht. Ja, vielleicht dauert das auch etwas. Okay, wir verlegen jetzt erstmal die Pipeline fertig. Wenn nicht, muss ich halt noch ein paar Pumpen irgendwo hinklatschen. Könnte es sogar reichen mit den Materialien. Also die Kupferbleche sind noch da. Ja, wird schon passen. Ja, wohl wird eng. Wird eng. Gut, jetzt sind wir wieder mittig. Jetzt bleiben wir auch mittig. Könnte es sein, dass ich hier nochmal eine Pumpe verbauen muss, weil ich hier nochmal drüber gehen muss? Glaub's zwar nicht, aber könnte es sein. Ja, also ich muss hier über die Förderbänder nochmal drüber. Da fände ich, wäre es geil, wenn es mal wirklich eine Anzeige geben würde, wie weit die Pumpen wirklich effektiv pumpen. Und nicht so irgendwie Larifari, wie das da mit dem Pfeil angezeigt ist. So, jetzt schauen wir mal. Das ist hier eh alles viel zu eng, eigentlich, finde ich. Das ist. Komm ich da hoch? Eingang, ja, zwei Eingänge. Vier Eingänge. Heftig. Komme ich da drüber? Ich könnte da drauf bauen. Das würde gehen. Okay. Schön ist was anderes, aber es geht. Oh nein, nicht zu weit springen. Ja, aber es ist eine Höhe. Das passt. Nein, es ist nicht eine Höhe. Nee, das ist scheiße, Leute. Das machen wir so nicht. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Lager nochmal irgendwie umsetzen müssen. Oder, ja, mal gucken. Ich weiß, das Teil ist so unglaublich laut hinter mir.
Nee, das ist nicht gerade. Ich muss mich beeilen, weil laut. Moment mal. Der schaut gut aus. Damit kann ich leben. Und jetzt muss ich irgendwie da drauf. Moment mal. Passt das? Schaut gut aus. Das ist zu eng. Aber das bekommen wir hin. Ja, hier geht es schon mal ganz schön hoch. Das könnte sein, dass ich hier echt eine Pumpe brauche. Gut. Wir gucken jetzt mal. Ist da überhaupt schon Wasser angekommen? Also hier noch gar nichts. Das ist schlecht. Scheiße. Nee, Moment mal. Das Wasser. Die Wasserturbine hat Strom, oder? Habe ich die vergessen? Ne, die hat Strom. Hier kommt überall gar nichts an. Das ist nicht gut. Ich hasse Wasser. Also, nee. Ne, die hat Strom. Das passt. Die pumpt auch hierher. Das ist ja tothässlich alles. Die pumpt, aber irgendwie muss ich nochmal gucken, habe ich die Pumpen falsch gesetzt? Falsch rum, weil man kann die auch falsch rumsetzen, dass sie quasi wieder nach unten pumpen, aber ich glaube nicht. Nee, hier passt es. Hier passt es. Ja, hier sitzt die Pumpe etwas weiter unten. Das heißt, es könnte sein, dass die hier gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Jetzt setze ich die auch mal runter. Dann setze ich halt doch einer dazwischen. Ist mir noch scheißegal jetzt. Muss funktionieren. Halt, aber die brauchen da oben jetzt erstmal wieder Strom. Das war jetzt die hier. Und die hier bräuchte auch noch Strom. Warte mal, wir machen das jetzt mal. Oh. Das war jetzt überhaupt nicht gut, weil... Fuck, von wo habe ich den Strom weg? Von hier. Hoffe ich. Es läuft noch alles, oder? Ja, ich denke schon. Jetzt kommt das Wasser hier an. Gut, und dann müsste es oben ankommen. Ja, ich bin doch hier mittig. Ich habe, glaube ich, das letzte Stück verkackt. Kann das sein? Oder täuscht das? Ja, jetzt kommt Wasser an. Und ich denke mal auch, dass dieses Wasser noch über diesen... Ja, über diese Höhe da rüberkommt. Bin mir aber nicht sicher. Sehen wir gleich. Und wenn wir das haben, können wir das ein bisschen farmen lassen. Beziehungsweise wir müssen mal gucken, was eigentlich rauskommt. Genau, wir brauchen ja dann... Hier. 250 Weizen, also ausgewachsenes Weizen wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht, wie lange das dauert, das sehen wir gleich mal. Wasser kommt hier noch nichts an. Och Leute.
Aber hier ist es schon. Gut, ich würde sagen, wir sind in der Nähe. Wir machen mal ganz fix einen Sprint hinter, holen uns die Statoren ab. Und gucken mal wegen der Kohleenergie. Die können wir gleich mal freischalten. Und bis dahin sollte Wasser da sein. Und dann können wir mal gucken, was wir für die Kohleenergie überhaupt brauchen. Ob wir die überhaupt machen können. Aber ich glaube schon, ja. Gut, Statoren. 100 Stück brauche ich. Ja. Jetzt kann ich übrigens auch... Nee, kann ich nicht. Batterien kann ich nicht bauen. Da brauche ich das, Quarzzeug. Genau, das ist die Höhle unten drunter. Und für die Solarpanels, da brauche ich ja noch einiges. Photovoltaikzelle und Kohlenstoffgewebe. Okay, gut. Aber Batterien wären schon mal wichtig. Gut, dann gehen wir mal schnell zum MAM. Schalten da die Forschung frei. Und gucken mal, ob das Wasser ankommt. Zack, hab alles da. Passt. Abfahrt. Coole Energie, yeah. Könnte ich sogar brauchen, kostet ja fast gar nichts. Okay, wird verwendet, um jede Art von flüssigen, kohlenstoffbasierten Kraftstoff zu verbrennen. Flüssigen Kohlenstoff-Kraftstoff. Okay, Moment mal. Das habe ich ja gar nicht. Und hier sehe ich es wieder nicht. Eieiei, okay, Moment mal. Wir schauen uns mal dahinter. Könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Dass ich da in den Flüssigkeitsaufbereiter der Kohle reinmachen muss, damit da irgendwie so flüssiger Kohlenstoff-Kraftstoff rauskommt. Kann das? Nee, kann doch nicht sein, oder? Kann man Kohle verflüssigen? Hm. Also hier ist schon mal Wasser. Hier auch. Ja, sieht gut aus. Hier ist schlecht. Okay, es kommt nicht hoch. Tatsächlich. Ach, scheiße. Das war jetzt hier die Pumpe. Genau, die setzen wir mal dahin. Neben den Strommasten. Jetzt schaut es schon besser aus. Gut. Ich verstehe es nicht. Ich hasse Wasser. Da kommt auch ein Arsch voll Wasser an. Naja. Da pinkle ich manchmal mehr. Aber jetzt... Noch ist nichts da. Ich würde es halt gerne echt mal gucken, ob das funktioniert. Und vor allem, was ich dann rausbekomme. Ich bekomme auf jeden Fall flüssigen Dünger raus. Was mache ich denn damit? Soll ich den wieder einführen oder wie schaut das aus? Jetzt kommt Wasser. Entschuldigung. Schneller. Das gibt's doch nicht. Hier ist das Wasser. Fließt doch jetzt einfach da rein und dann ist alles gut.
Wenn das der richtige Eingang ist. Nächste Frage. 60 Kubik fließen da rein. Hier auch. Also nicht so viel, aber... Hier kommt kein Wasser rein. Ja, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Das ist ja falsch. Sind ja Ausgänge. Nee, Quatsch, Eingänge. Passt schon. Bin zu dumm. Das Ding braucht auch noch Strom. Klar, logisch. Jetzt ist da Wasser drin. Sehr gut. Und könnt ihr es bitte anfangen zum Wachsen? Oder schaut das hier aus? Weizen, okay. Das wird mir hier schon mal angezeigt. Sehe ich da jetzt irgendwas? Ah ja. 10 pro Minute und eine Kapsel, zwei Kapseln. Sehr gut. Und die würden jetzt theoretisch wo rausgehen? Hier. Das ist alles ziemlich eng, was ich hier gemacht habe. Bin ich ehrlich. Wir machen das jetzt mal so. Und dann kommt hier ein Container hin. Ganz normaler wieder. Und eigentlich müsste doch jetzt hier das Weizen rauskommen, oder nicht? Ich habe 10 Weizen. Warum geht das nicht raus? Oder geht das? Nee. Hier ist Eingang. Hier ist Ausgang. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Oder dauert das einfach bloß? Weizen. Also ich hätte es da. Aber es wird bloß irgendwie nicht ausgelagert. Habe ich sonst noch irgendwo einen Ausgänge? Nee, schaut nicht so aus. Was kann ich eigentlich hier machen? Okay, ich glaube, ich kann da einfach mehrere in der Reihe stellen. Das sind quasi diese Wasserversorgungswege. Aber wo kommt jetzt mein Weizen raus? Hier ist nichts drin. Und das ist der einzige Ausgang. Okay, da wird kein Dünger produziert. Interessant. Und das ist falsch markiert. Nee. Das ist Eingang. Kann ich hier irgendwas anschließen? Nein. Ich meine, ich erwarte ja nicht, dass es hier eine Animation gibt, wie das Zeug wächst. Aber ich hätte jetzt schon gern irgendwie... ...dass das eingelagert wird. Wird's aber offensichtlich nicht, oder habe ich das verkackt hier? Nö. Gut. Ich nehme mal jetzt nochmal Weizen mit. Hau das da rein. Ich glaube, jetzt muss ich eh nochmal anders machen, dass da hier viel mehr Zeug reingeht. Vielleicht mache ich das mit der Hand und es ist nicht cool. Ich hätte trotzdem gerne gewusst, wo jetzt das Weizen hinkommt. Oder fehlt mir da noch irgendwas? Ich habe Biomasse-Kapseln, das ist schon mal cool. Aber es wird nicht ausgelagert. Das ist nicht cool. Moment mal, habe ich da noch irgendwas?
Cooking Hub, aber wir können es mal bauen. Getreideschneckenfutter und Karotten, okay. Das heißt, ich muss Karotten anpflanzen und Weizen anpflanzen. Das können wir machen. Das ist kein Problem. Ich würde aber trotzdem erstmal gerne wissen, wie ich das Zeug herausbekomme. Oder gibt es da ein Intervall, dass der das, keine Ahnung, wenn das voll läuft, hier einmal macht und voll gewachsen ist? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwann mal wächst. Das ist natürlich schlecht. Gut, was wir jetzt mal nebenbei machen können noch ist, wir schauen jetzt tatsächlich mal Strom, Kohleheizer. Kohlenstoffbasierten Kraftstoff. Die Frage ist, wo bekomme ich Kohlenstoff her? Muss ich jetzt wirklich Kohle oder Stahl oder irgendwas? Nee, nee, geht ja gar nicht. Ich muss ja in den Aufbereiter, muss ja eine Flüssigkeit rein. Flüssigen Stahl vielleicht? Wir könnten mal ganz kurz gucken. Das funktioniert. Ich habe schon wieder viel zu viele Baustellen, das ist schlecht. Ich arbeite an zu vielen Sachen. Und in der Höhle war ich immer noch nicht. Ich muss mir erstmal ein Konzept überlegen, wie es genau weitergeht, was der nächste Plan ist. So kann ich nicht weitermachen. Ich muss es irgendwie mal schauen, dass ich irgendwas auf die Kette bekomme. Also zumindest mal eine Sache. Wo haben wir denn Stahl? Dampf? Flüssigen Stahl. Ich habe ja keine Ahnung. Geschmolzener Stahl. Das vielleicht. Gut, wir klatschen jetzt einfach mal schnell daher. Muss nicht schön sein. Nutzen, testen. Ja gut, so hässlich vielleicht auch nicht, aber naja. Keine Flüssigkeit. Ja, aber Moment mal. Bleib mal entspannt. Okay, den flüssigen Stahl kann man nicht verarbeiten. Aber vielleicht dann der hier. Nein. Shit, wo bekomme ich denn das her? Nein. Muss ich das vielleicht noch freischalten? Also eine Webmaschine mit Sicherheit nicht. Oh doch, tatsächlich. Lol. Kohlenstoffstaub. Okay, wo bekomme ich das her? Gar nicht. Ein zerkleinerter Kohle. Okay, Moment mal. Das könnte ja tatsächlich dann hier sein. Ich möchte irgendwo Kohle raus. Zerkleinerte. Nein. Quarzsand, ja. Okay, ich muss hier echt rausfinden, wo ich das bekomme. Oder kann ich das noch gar nicht, vielleicht? Es ist halt ziemlich schade, weil mir bei den Hub-Stufen nicht angezeigt wird, was ich alles freischalte. Also schon, aber nicht immer alles. Beim Sortier da vielleicht. Das wäre auch ein Schmarrn. Kieselerde sortieren. Für mich Quatsch. Okay, das ist nicht schlecht. Für die Zukunft. Aber wo bekomme ich das jetzt her? Mist.
Ich brauche auf jeden Fall mal die Webmaschine. Brauche ich wieder Wasser? Das könnte ich theoretisch eigentlich gleich vorne verbinden. Oder hier. Das ist nicht so schlimm. Aber wo bekomme ich den Kohlenstoffstaub her? Muss ich das auch noch vielleicht forschen? Weil wenn ich das jetzt eingebe... Shit. Gut, da muss ich vielleicht mal noch gucken. Oh, das war gesperrt. Ohohoho, ganz schlecht. Kohlenstoffstaub. In der Gießerei habe ich schon geschaut, glaube ich. Da gibt es gar nichts. Applikator kann ich mir nicht vorstellen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wo bekomme ich das her? Schmelzofen kann ich leider nicht bauen. Moment mal, vielleicht doch. Ja. Vielleicht mit Schmelzofen, dass ich Kohle... Aber nee, das ist auch ein Schmarrn. Wo war der jetzt? Ja. Ne. Gut, da muss ich echt mal gucken. Kohlenstoffstaub. Das hört sich aber so an, als wenn ich das irgendwie einsammeln müsste. Also so luftfiltermäßig. Gut, wir schauen jetzt mal ganz kurz zum Wasser hin, also zu der Farm. Und dann gehen wir nochmal das Hub durch. Und vielleicht auch mal... Ah nee, das gibt's doch nicht. Ich muss doch... Vor allem, was bringt mir das Kohlenstoff? Ich brauche ja eigentlich, will ich ja erstmal... flüssigen, kohlenstoffbasierten Kraftstoff. Aber ich weiß halt nicht, wo ich das herbekomme. Aber das bekommen wir alles raus, keine Angst. So, wie schaut es jetzt hier aus? Das läuft immer noch, aber... Das würde ich jetzt mal gern verstehen. Aber so kann ich es rausnehmen, oder? Ja. Verstehe ich nicht. Warum das Förderband das nicht mit rausnimmt. Ganz komisch. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen buggy. Oder ich muss hier noch irgendwas draufbauen. Irgendwie. Keine Ahnung. Habe ich denn noch irgendwas? Dann brauche ich da 4 davon. Nee, oder? Oder zumindest mal 2. Nö. Was wird hier gemacht? Ich kann jetzt auch sagen, hier Weizen, okay. Aber mir kommt das so vor, als das hier schon irgendwie aus, als wenn da was draufgebaut werden muss. Damit das abgefördert wird. Wie so ein Kettenzug oder so. Auf jeden Fall ist es nochmal ein Modul. Ein Harvester-Modul, okay. Harvester ist das also quasi das Abfarmen. Bewässerungsmodul, Gewächshausmodul. Frühstück Schneckenfutter. Gesunde Schnecken. Okay. Da fehlt mir aber jetzt tatsächlich Kartoffeln. Und Karotten. Gut. Wir gehen ganz schnell zu unserer mobilen Minern hin. Wieder viel zu viel Sachen im Kopf. Ich wollte eigentlich gerade schauen wegen dem Kohlenstoff.
Aber naja, gut, im Endeffekt ist es so, wenn wir irgendwie eins hinwurschteln und es funktioniert, ist es schon wieder eins weniger, was wir machen müssen. Also, ja. Im Endeffekt muss ich das hier auch machen. Und ich muss es machen, weil, also ich dachte eigentlich bloß, dass es für Futter ist, für mich persönlich, oder dass ich Schnecken züchten kann. Schnecken züchten ist zwar eine geile Sache, braucht man aber jetzt nicht zwingend. Was halt heftig ist, was ich glaube ist, was ich vorher gezeigt habe, diesen komischen Rahmen. Kann ich den bloß daraus machen? Vielleicht, Fragezeichen, keine Ahnung. Und wenn das so ist, dann ist das Farming doch wichtiger, als ich dachte. So, stellen wir hier mal nochmal eins hin und hier. Und dann stellen wir hier ein Karotten und hier stellen wir ein Kartoffeln. Und dann hätte ich vielleicht doch nicht die alle aufteilen müssen, sondern bloß portionierte reinbringen. Aber das ändere ich dann nochmal, okay. Nehmen wir halt hier mal was mit. Und den noch ein bisschen was. Und hier sind Karotten mitnehmen. Dann klatsche ich das jetzt alles rein. Okay, das waren viele Karotten. So viel brauche ich dann doch nicht. Aber es geht. Halt, 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 halt. Das verstehe ich jetzt nicht. Das will er aus dem Band rausbringen. Das sammle ich gleich mal wieder ein. Okay, den Ausgang will er ins Band. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass sich das Zeug, was hier gefarmt wird, dann in den Ausgang reinkommt. Und dafür sind vielleicht diese komischen Kettenzüge hier da. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt kommt es mal weg hier, die Karottensamen. Dann muss ich hier, glaube ich, eh noch ein bisschen umbauen. Gut, aber läuft. Ich muss halt jetzt zu jedem Ding immer hinlaufen. Weizen. Karotten. Es wächst auch nichts. Also. Gut. Nicht so schlimm. Kartoffeln. Okay, gut. So, Leute, dann würde ich sagen, wieder ein bisschen Chaos gewesen und ich habe irgendwie die Befürchtung, es wird immer mehr Chaos und immer permanenter Chaos und was weiß ich. Naja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.